Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mal wieder Zeit für Landvogt TV mit mir, Cesaro. Und mein Gast heute Abend ist ein ganz spezieller Gast. Begrüßen Sie mit mir, John Cena. John, how are you doing? How are you, sir? Ja, möchte John will ich gleich mal fragen, wie er sich denn fühlt. Heute Abend tritt er gegen Luke Harper bei Raw. John Cena, you're facing Luke Harper tonight. How are you feeling? Great, because together, the Wyatts are almost unstoppable. But one by one, I've proven they can be stopped. I beat Rowan last week. I know I can beat Harper this week. And at Payback, I know I can take down Bray Wyatt. I had the Usos for some help last week. Hopefully, they're still around, and maybe things will be fair. But one by one, the Wyatts will fall. Yeah. John Cena sagt natürlich, dass die Wyatts zusammen kaum schlagbar sind, aber einzeln sind sie schlagbar. Das hat er letzte Woche gegen Eric Rowan schon sichergestellt. Und das wird dasselbe wieder diese Woche machen. Ich kann heute wieder wirklich nicht so gut Deutsch sprechen, aber ich bin schon eine Weile hier und ich komme schon bald nach Deutschland. Also wie gesagt, er will natürlich die Wyatts einzeln auseinandernehmen. Heute Luke Harper und dann bei Payback Bray Wyatt. Und da möchte ich gleich mal fragen, warum er denn zum Last Man Standing Match with Bray Wyatt, warum er da zugesagt hat. John, you agree to the Last Man Standing Match with Bray Wyatt at Payback. Why? Because anything can happen and it's my type of match. A Last Man Standing Match. Your opponent literally has to physically give up. That's not really my thing. I think at Last Man Standing at Payback, I'll be the last man standing. Ja, John Cena sagt natürlich, bei einem Last Man Standing Match, da kommt es darauf an, wer aufgibt. Und wie wir alle wissen, John Cena gibt niemals auf. Und deshalb geht into Last Man Standing als der Favorit. John Cena, thank you. Thanks, boss. Dankeschön. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.